Hallo? Hallo? Ja, hallo. Ja, hier ist Ottermann. Ich wollte mich gern nach den Gewinn erkundigen. Wir hatten hier so ein Schreiben in der TV-Zeitung, ne? Ja. Ja, was gibt's da denn? Sie haben die Wahl zwischen einem roten oder einem blauen Geschenk. Ja, was ist da drin? Da müsste ich einmal gucken. So. Dann gucken wir erstmal in das rote Geschenk. Und zwar in dem roten Geschenk steckt ein Reisegutschein von 3x100 € für ausgewählte Bus- und Städtereisen unseres Partners Trentus Touristik. Oha. Damit dürfen Sie sich selbst aussuchen, wann, wie, mit wem und wohin Sie reisen und bekommen dann 300 € auf Ihren Reisewert gutgeschrieben. 300, das hört sich gut an. Was ist in dem anderen drin? Einen Moment. Ich gucke mal. So, blaues Geschenk. In dem blauen Geschenk ist auch ein Reisegutschein in Wert von 3x100 €, aber für ausgewählte Fernreisen Ja. und Flusskreuzfahrten Ja. unseres Partners Trentus Touristik. Das ist Auch ja dort beides dürfen das Sie. Gleiche. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Nein, das eine sind ausgewählte Bus- und Städtereisen Ja. und das andere sind Fernreisen und Flusskreuzfahrten. Ach so. Jetzt ist aber ein leichter Unterschied, aber jetzt habe ich es verstanden. Ich habe nur zweimal da diesen Reisenamen vernommen, ne? Also der Reisewert ist derselbe. Ja. Auch die, dass Sie halt selber entscheiden können, wann, wie, wohin und mit wem. Nur, dass das Blaue halt Fernreisen und Flusskreuzfahrten sind und das Rote sind Bus- und Städtereisen. Ja, das ist gut. Ne? Und Was da, gefällt Ihnen da besser? oh, ich finde beides ganz attraktiv, aber ich glaube, so ein bisschen spannender ist das ja mit den Flüssen, ne? Also die Flusskreuzfahrten, ja? Ich finde, das hört sich interessanter an. Machen Sie das schon Ja. länger? Noch nicht so lange. Ja, da darf ich Sie einmal kurz weitergeben. Ja. Guten Morgen. Guten Morgen. Hier ist Antonov Tuyagbay. Vielleicht haben Sie meinen Namen während der Schulung einmal gehört. Ich bin aus der Kontrollabteilung der Firma und sorge für die optimale Gesprächsqualität und die Zufriedenstellung unserer Kunden. Ich muss an dieser Hallo. Stelle leider einmal einhaken. Sie haben dem Kunden verraten, was in den Geschenkpaketen drin ist. So glauben die doch nicht, was wir denen verkaufen wollen. Okay. Das dürfen Sie bitte nicht machen. Das soll ja ein Überraschungseffekt sein. Sie sind ja selber die Unwissenden, die dem Kunden sagt, ja, wir haben hier was ganz Tolles, was ganz Geheimnisvolles. Ich weiß ja selber nicht, was da drin ist. Das ist jetzt Ihre Auswahl und Sie alleine entscheiden über Ihr Glück. So nehmen Sie dem Kunden ja diesen persönlichen Erfolg. Verstehen Sie? Okay, Das ja. wäre mir sehr wichtig und dem Unternehmen, dass Sie in Zukunft bitte dem Kunden diese Wahl selber überlassen und ihm nicht, sag ich mal, vorwegnehmen. Man lässt an der Losbude die Leute ja auch nicht gucken, was in den Loserollen drin ist, ne? Nein. Gut, aber ansonsten soweit ganz gute Arbeit. Sowas, wir hören heute schon ein bisschen länger mal mit rein. Wie viele Abschlüsse haben Sie heute schon geschafft? Ich bin erst gerade gekommen. Oh, dann stimmt Das ist mein. mein allererster Anruf. Na, das geht ja super los. Dann stimmt mein Dienstplan hier nicht. Wann haben Sie angefangen in unserer Firma? Am 1.9. Ach doch, schon so Oder lange. meint ihr jetzt heute? Nein, nein, heute habe ich einen falschen Dienstplan bekommen von oben. Ich bin davon ausgegangen, dass Sie schon ein bisschen telefonieren, aber dann ist ja gut, dass wir gleich heute früh gesprochen haben, damit sich dieses kleine Missgeschick nicht in Ihren Arbeitsalltag einnistet, weil wir wollen ja für uns und das Unternehmen einen möglichst großen Erfolg herausarbeiten. Ja. Wie lief's die anderen Tage, so vor den Feiertagen? Wie viel durchschnittliche Abschlüsse hatten Sie so am Tag? Das war verschieden, also manchmal zwei, manchmal drei, einmal auch gar kein, Ah, eins.
Gar keiner ist natürlich nicht ganz so gut. Was würden Sie sagen, so nach einem Monat Betriebszugehörigkeit? Woran liegt es am häufigsten, wenn die Anrufer sich da nicht zu einem Abo mit der Elite Premium Service AG überzeugen lassen? Ich denke mal am Geld. Meinen Sie am Geld? Wie gehen Sie den Punkt mit dem Geld an? Sprechen wir mal, als wäre ich jetzt Ihr Kunde. Wie gehen Sie die Kostenoptionen? Wie öffnen Sie dem Gast, dass diese ganzen Vorteile natürlich auch eines gewissen Gegenwertes bedürfen? Es ist ja nichts umsonst auf der Welt. Wie gehen Sie daran? Genau, so mache ich es im Endeffekt auch, dass wir die Millionenrente und die Profit- und Rente-Rabatt- und Vorteilskarte natürlich leider nicht verschenken können. Wobei, ich stelle halt die Vorteile vor. Also meine Teamleitung hat gesagt, ich soll halt strikt nach dem Leitfaden vorgehen. Richtig. Da kann ich nichts verkehrt machen. Da nenne ich alles, was der Kunde wissen muss, in einer akkuraten Reihenfolge, dass er das auch aufnehmen kann. Das ist sehr gut. Der Leitfaden ist ja Brot und Butter unserer Arbeit. Finden Sie als Person, die das umsetzen muss, empfinden Sie den Leitfaden als leicht verständlich, sodass Sie das auch, wenn Sie es vorlesen müssen, was ja die Arbeitsanweisung ist, dass Sie trotzdem in der Lage sind, es mit eigenen Worten rüberzubringen? Ja, gewissermaßen schon, aber da sind wir jetzt, also ich zumindest ganz explizit darauf hingewiesen worden, dass ich 1:1 mit dem Leitfaden arbeiten soll, dann kann halt auch nichts schief gehen. Und da finde ich halt manchmal, finde ich das ein bisschen trocken. Da fehlt der Individualismus. Der Person, also meiner Person jetzt zum Beispiel. Ah, sehr schön gesprochen. Wir arbeiten gerade an einer neuen Fassung des Leitfadens, der eben aus rechtlichen Gründen das Grundkonstrukt weiterhin beibehält, weil wir ja die Reihenfolge der Sachen, das ist ja psychologisch bedingt, wir müssen die Leute ja im Kopf knacken, damit die Kohle rausrücken. Das ist eben dann abgestimmt aufeinander und es wird aber auch, sag ich mal, im Schriftsatz wird es so in Klammern gesetzte Leertextblöcke geben, wo sie dann eben so ihrem eigenen Slang, Dialekt, ihrer eigenen Art und eben je nachdem, wie man auch den Gast empfindet, eigene Akzente setzen können, um eben ein bisschen individueller rüberzukommen. Genau, das finde ich halt tatsächlich auch. Und ich finde halt, also wo ich denke, dass halt auch viele abspringen, ist, die sind als erstes mit dem Gewinnspiel konfrontiert. Ganz, ganz lang ist das Gewinnspiel, obwohl das ja eigentlich nicht der Hauptaspekt sein soll, der Profit- und Rente-Card, sondern halt auch die Sparmöglichkeiten, die ich finde, die jetzt natürlich auch ein ultimatives Argument sind, jetzt gerade wo die Preise so massiv steigen. Und richtig. So, und dann steigen die schon aus, dann sagen die nein, dann hängen die sich an dem Gewinnspiel auf und wenn man dann jetzt zum Beispiel ab dem Punkt all diese Gewinnchancen garantiert ihnen kommt, sind die schon raus, weil die sagen, nein, ich will kein Gewinnspiel machen. Da können sie jetzt reden, so viel sie wollen, ich will kein Gewinnspiel machen. Und dann ist es schwierig einzusteigen mit den Rabattvorteilen, finde ich, weil die da schon gar nicht mehr zuhören wollen, weil die so fest im Kopf auf dem Standpunkt sind, es ist ein Gewinnspiel, was die nicht wollen und nicht brauchen. Und dann kann ich halt auch schwer die Vorteile rüberbringen. Aha. Diese Rabatt und Vorteile, die sie sich sichern können. Richtig, genau. Haben Sie denn den Eindruck, dass das Wort Gewinnspiel bei den Menschen heutzutage eine negative Assoziation haben könnte? Ja. Ja, das ist ein Feedback, das wir von unseren hochproduktiven Agenten öfter hören. Da müssen wir definitiv ein bisschen nachjustieren. Was haben Sie denn so im Gefühl, was ist so der Altersdurchschnitt der Menschen, die anrufen und ihren hart verdienten Gewinn einlösen möchten? Alt, also hauptsächlich, also ich kann zumindest von meiner Leitung sprechen. Ja. Ich habe ganz selten mal welche in den 50er-Bereichen, ab und zu mal in den 60ern, aber bei mir fängt es tatsächlich an, kann man sagen, zwischen 74 und 94. Ah, das ist ja auch so unsere Zielgruppe. Ich habe da im Hintergrund gerade Sirenen bei Ihnen gehört, ist aber nicht die Polizei, oder? Nö, nicht, dass ich wüsste. Also ich kann es nicht sehen, die Jalousien sind zu, aber wir sind ja mitten in der Stadt.
Ja, also wir haben ja ein bisschen Probleme mit denen. Nicht, dass die da reinkommen. Also, na egal. Machen wir weiter. Wo waren wir stehen geblieben? Beim Durchschnittsalter der Gäste. Was würden Sie sagen, wie lange dauert so Ihr durchschnittliches Gespräch, das mit einem Erfolg endet? Da sind wir auch momentan sehr daran, die Zahlen zu optimieren. Also, man muss ein bisschen Smalltalk einbauen, ganz Natürlich, das klar. muss, man muss Man muss Vertrauen schaffen. genau, und man muss eine Ebene herstellen. Und gerade jetzt, weil so viel Gewinnspiel, muss man da noch mal explizit eingreifen. Also ich würde sagen, so zwischen 18, ja, manchmal, ja, ich würde sagen zwischen 14 und 21. Das ist tatsächlich auch so ungefähr der Firmendurchschnitt. Also mir ist nochmal ganz, ganz wichtig zu sagen, mit Ausnahme des kleinen Patzers am Anfang gibt es hier nichts, wo Sie jetzt mir eine falsche Antwort geben könnten, ne? Also wir können hier ganz, ganz offen, ehrlich sprechen, da kommt dann keiner hinterher und macht irgendwelche Minuspunkte oder Kreuze oder irgendwas. Darum macht diese Gesprächsrunde, diese überraschend auch eine andere Abteilung und keiner der Teamleiter, die Sie schon kennen, damit das Ganze eben auch mehr oder weniger anonym eben in den Neuaufbau des Leitfadens und der geschäftsinternen Maschenabläufe eben einfließen kann. Nur, dass wir da einmal drüber gesprochen haben. Also das ist so das, was ich denke darüber, dass es halt als erstes das Gewinnspiel ist und dann Gewinnspiel, Gewinnspiel, Glückszahlen, Gewinnspiel. Und das ist das, was die Leute heutzutage, was denen negativ assoziiert, weil sie halt auch sagen, es gibt so viele schwarze Schafe, die schrecken bei dem Gewinnspiel schon ab. Das heißt, es braucht ganz, ganz viel, ja, wie soll man sagen, Überredungskunst. Richtig. Dann tatsächlich die Vorteile der Rabatte vorzuschlagen. Und das ist ja auch das, wo ich ganz klar sage, dass das mein Bonbon ist in der heutigen Zeit. Das ist das, wo ich denke, dass ich mit punkten kann. Richtig, genau, mit Rabatten bei der Online-Apotheke, bei Amazon, beim Tanken. Das sind ja so die, gerade bei den älteren Leuten, die brauchen oft Medikamente, die können nicht mehr so gut laufen, haben nicht so viel Geld, die bestellen dann bei Amazon oder bei Otto oder sonst was. Und wenn die dann Oder noch sie gehen sparen Lidl. können. Und was bitte? Oder sie gehen, oder ganz viele gehen halt in Lidl oder in Ja, Rewe. genau. Dann haben Sie denn selber auch die Rabattkarte zu Hause? Nee, ich habe die selber nicht. Wie kommt's? Weiß ich nicht, es hat sich noch nicht ergeben. Wie, es hat sich noch nicht ergeben. Sie sitzen doch quasi direkt an der Quelle. Das ist wie, als wenn Sie bei Aldi arbeiten und kein Aldi-Polohemd anhaben. Da ist was dran. Da ist in der Tat Da was hat. dran. Ist es Ihnen denn angeboten worden von der Teamleitung vor Ort? Nein. Das ist schlecht, das gehört nämlich auch zum Prozedere. Aber sei es drum, das soll nicht Ihr Problem sein. So, da bin ich wieder. Weiter im Punkt. Ich habe hier so eine lange Liste. Mir raucht schon so der Kopf. Ich muss mit so vielen Leuten den ganzen Das Tag kann ich sprechen. mir vorstellen. Ja, ist echt nicht einfach. Aber hey, nur wenn das klappt, können wir eben alle unseren Anteil daran verdienen. Ja. Empfinden Sie denn die Entlohnung, die Sie für die Arbeit für die Elite Premium Service AG leisten, als gerechtfertigt? Ja. Ja, sind Sie zufrieden mit Ihrem Verdienst? Ja. Gut, ich meine, Sie sind jetzt ja noch nicht ganz so Also lange ich bin ja dabei. jetzt erstmal gerade, genau, ich habe ja jetzt gerade mal mein allererstes Gehalt bekommen. Ja, klar, natürlich mögen noch viele weitere folgen, ne? Ist auf jeden Fall natürlich, wenn das lange läuft, wenn das gut läuft, wenn da viele Omas und Opas unterschreiben, dann gibt es natürlich irgendwann auch gibt noch Luft nach oben, sagen wir mal so. Ja. Ich meine, wir müssen ja im Endeffekt einfach nur darauf hoffen, dass die Leute nicht realisieren, dass es diese ganzen Bonusgeschichten, wir nennen Amazon ja immer, aber bei Amazon kriegen die ja überhaupt keinen Rabatt, genau wie bei den anderen großen Häusern, deren Namen wir eigentlich nicht nennen sollen, es aber trotzdem immer wieder tun. Aber die Leute sind so alt, die merken sich das sowieso nicht länger als über das Gespräch. Die merken, die kriegen eine tolle Karte und freuen sich dann. Und im Endeffekt, meine Güte, muss ja jeder irgendwie gucken, wie er zu seinem Geld kommt oder nicht. Ja. So ist Aber das. naja gut, ich gucke halt explizit, welche Altersklasse habe ich dran. Das heißt, ich wähle mein Argument. Wenn es ganz, ganz alte sind, dann
erwähne ich Amazon oder so nicht, sondern eher Lidl, Rewe, Netto, die Apotheke oder wenn ich Männer dran habe, auf jeden Fall den Baumarkt. Unbedingt, das ist eine sehr gute Herangehensweise. Da haben wir auch nochmal so eine Staffelung nach Geschlecht, Lebensalter und auch so ungefähr, wenn die Leute was über die Berufsgruppen erzählen, mit den besten Argumenten. Da hätte ich jetzt als nächstes nachgefragt, aber Sie haben schon ein paar sehr, sehr wichtige Schlagpunkte genannt, dass man bei Männern eben so auf den Baumarkt, die Autowerkstatt, wo es natürlich auch keine Prozente gibt und all sowas hingeht, damit man eben die irgendwie noch so ein bisschen locken kann. Wie machen Sie das, wenn die Leute Familie erwähnen? Erzählen Sie, dass auch die ganze Familie die Karte mit nutzen kann? Ja. Das ist gut. Bei ganz besonders alten Leuten klappt das manchmal sogar, dass man, also wenn Ehemann und Ehefrau, so beide Mitte 90, dann funktioniert das übrigens meistens auch wunderbar, wenn man beiden eine Karte verkauft. Dass eben jeder, weil die sind ja auch mal ohne den anderen unterwegs, dass man eben quasi mit einem Anruf einen doppelten Abschluss machen kann. Haben Sie das schon mal probiert? Nein. Merken für eine Gelegenheit. Da haben die Kunden doppelte Vorteile. Ne? Und wir haben den doppelten Umsatz und müssen halt auch nicht mehr ganz so sehr gucken. Weil für uns wird das Heizen ja auch teurer. Wir müssen ja gucken, dass wir das alles wieder reinholen. Ja. Ja, ist echt schlimm momentan. Ich halte das für ein großes Argument halt Tatsache auch, dass die Karte die Familie mitnutzen kann. Also das ist tatsächlich auch, muss ich sagen, eins meiner Top-Seller-Argumente, womit ich dann manches Ruder halt auch noch rumreißen kann, wenn die so alt sind. Ja, das ist richtig wenn gut. Wenn ich die Familie mit einbeziehe und sage, wissen Sie, auch Ihre Enkelkinder und Ihre Urenkel können tanken fahren oder fahren einkaufen. Richtig. Und können dann mit ihnen diese Belege sammeln. Weisen Sie die Gäste denn darauf hin, dass die diese Karte auch verlängern können hinterher? Naja, ich sage, dass es erstmal, also wie im Leitfaden halt, dass es erstmal zunächst 3 Monate läuft. Richtig, genau. Und dann fragen, wenn die fragen, ja, wie kann ich ihn kündigen oder sowas, dann sage ich halt, dass ich denen das dann halt noch im Laufe des Telefonats vorstelle, sage ich, aber es gibt so viele Kunden, die möchten das gar nicht kündigen. Deswegen reicht es, wenn sie es 4 Wochen vor Ende der Laufzeit machen. Denn vielleicht, dann sage ich halt, sie sind vielleicht so überzeugt, wobei ich mir sicher bin, dass sie überzeugt sein werden, durch diese ganzen Rabatte, gerade jetzt, wenn Weihnachten kommt und der Black Friday kommt, dass sie vielleicht das einfach länger nutzen möchten. Richtig, genau. Wir sind jetzt ja auch am Überlegen, ob man das Ganze nicht generell in ein, solange du nicht kündigst, geht's weiter, Abo umwandeln kann, eben auch noch mit gestaffelten Preisen, ne? Weil es wird jetzt ja die ganzen Sachen werden teurer, dann haben die Leute ja auch mehr Vorteile dadurch, dass sie sparen, aber wir bleiben auf unserem gleichen Betrag sitzen. Das ist jetzt eben in Planung, dass das eben dann nach 3 Monaten erhöht sich es, nach 6 Monaten, nach 9 Monaten und dann erreicht es eben eine Endpreisstufe, auf der Kunde dann sitzen bleibt. Und dass das Ganze eben möglichst vollautomatisch geht, weil die alten Leute, die schnallen das ja gar nicht mehr. Die freuen sich dann, dass die ihre Karte in der Tasche haben und bei uns kommt monatlich eben das Geld rein. Das ist jetzt so ein bisschen der Plan für das nächste halbe, dreiviertel Jahr. Wir müssen jetzt halt mal noch gucken, wie sich die Wirtschaft entwickelt, ne? Ja gut, das weiß man jetzt ja auch tatsächlich noch nicht. Aber auch wieder ein sehr gutes Argument für uns. Und was uns bei den alten Kunden eben sehr weiterhilft, ist, dass die halt auch ganz oft gar nicht mit dem Computer zurechtkommen. Darum legen wir diese Flyer ja immer in die Fernsehzeitschriften rein. Weil wenn man zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie das wussten, Elite Premium Service AG, die ist ja schon seit 15 Jahren bekannt, dass die Leute übers Ohr zieht. Sie müssen den Firmennamen mal bei Google eingeben. Stellen Sie sich mal vor, unsere ganzen Anrufer würden das machen, dann wird uns keiner mehr Geld geben. Das wäre ja schrecklich, wenn die das alle schnallen würden. Aber können wir froh sein, dass die alten Leute da eben gar nicht drauf kommen. Ich meine, sonst hätten wir natürlich ein großes Problem und müssten irgendwie eine andere Arbeit machen. Aber wir sind jetzt gerade auch dabei, noch ein paar andere Zeitschriften mit reinzukriegen. Hier Cicero, falls Sie den kennen.
Nee, das habe ich Tatsache noch nie Also es gehört. ist so eine Mischung aus Spiegel, Fokus, Stern. Das wird immer von den ganzen türkischen Callcentern sehr intensiv verkauft, die so Gewinnspiele auch anbieten. Und da wollen wir jetzt halt auch gucken, dass wir mit unserem Flyer reinkommen. Und dann gibt es noch so eine Zeitschrift, die wird auch bei den alten Leuten sehr gern gelesen. Die heißt Der Maulwurf am Morgen. Das ist so ein bisschen seichte Unterhaltung für Demenzkranke. Da wollen wir auch gucken, dass wir Okay. da möglichst prominent inserieren. Und dann, dass wir eben auch noch, wir machen jetzt zum Beispiel hier in Norddeutschland bei Hamburg, machen wir noch ein Callcenter auf. Bei Stuttgart kommt ein neues Callcenter. Und dann gucken wir mal. Also auf jeden Fall ist viel geplant für die nächsten Monate. Und dann eben zusammen mit diesem neuen Leitfaden und der neuen Vorgehensweise, denke ich, haben wir gute Möglichkeiten zur Gewinnmaximierung. Ist doch ganz ordentlich, ne? Okay. Wie viele Kollegen sind heute im Dienst bei Ihnen? Vier. Sie sind zu viert. Und ganze Tag jetzt Schicht oder wie lange ist das bei Ihnen heute? Mein Dienstplan stimmt ja offenbar nicht. Also ich bin später, also ich bin um 13 Uhr erst angefangen. Ja, das hatten wir ja. Wir sind ja jetzt noch nicht so lange am Sprechen. Der erste Das heißt. Anruf war ja gleich der alte Mann. Das ist hier mein Kollege. Der hatte eine Kehlkopfoperation. Der hört sich jetzt auch an wie so unser Standardkunde. Ja, also Und ich mit dem jetzt. kann man diese Kontrollanrufe immer ganz gut machen. Nicht böse nehmen. Wegen Das der wird noch. Kehlkopfentzündung. Ja, die musste halt operiert werden, so ein Luftröhrenschnitt. Und jetzt hört er sich halt an, als wäre er schon 90. Ist aber so alle in unserer Altersklasse ungefähr. Also vielleicht lernen Sie ihn auch irgendwann mal kennen. Es ist der Eduard Rothschild. Der Rothschild. ist der Bezirksbereichsleiter bei Ihnen. So quasi zwei Stufen über Teamleitung, wenn man das so einmal runterbricht. Und er hat jetzt eine Kehlkopfoperation. Ja, richtig. Und deswegen spricht er halt wie so ein alter Mann. Und das mache ich mich hier immer in der Revisionsarbeit eben zunutze, um ein bisschen auch einen Standardkunden zu simulieren. Weil wenn ich mit Aber meiner normalen. das ist auch ein bisschen gemein. Naja, wir müssen ja gucken. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ja. Was will man denn machen? Wir müssen ja gucken, ob das alles klappt. Ja, gut, das stimmt schon, ja. Ist einfach so. Wie sieht's denn jetzt aus so nach dem ersten Monat? Noch irgendwelche ganz, ganz grundlegenden Fragen, Probleme, Anregungen, mit der Sie vielleicht nicht direkt mit der Teamleitung sprechen möchten? Nein. Also soweit zufrieden mit allem. Ja. Weil wir bieten auch immer, weil das ja doch manchmal, wie ist es bei Ihnen so mit der Freundlichkeit der Menschen? Sagen die dann eher so, nein, will ich nicht? Oder haben Sie das auch, dass da wirklich welche, sagen wir mal, richtig Also ausfällig werden und beschimpfend und alles? ich muss sagen, da habe ich wirklich ganz wenig Probleme mit. Entweder sie sind halt ausfallend und legen gleich auf. Aha. Oder sie sind halt durchgehend freundlich, sagen auch dann halt am Ende des Telefonats, ich bin wirklich eine sehr, sehr freundliche, aufgeschlossene Person. Es tut ihnen wahnsinnig leid, dass sie mich jetzt ablehnen, weil sie wissen, dass ich meinen Job mache und dass ich das halt auch gut mache, aber sie absolut nicht interessiert sind an meinem Produkt. Aber mich als Person greifen sie nicht an. Na, das ist doch ein schönes Feedback. Und es ist auch gut, dass Sie da trennen können zwischen, das bin ich als Firmenrepräsentantin und das bin ich als Privatmensch. Ich frage nämlich deswegen, weil wir von einigen Kollegen eben, dass die das auch nervlich, gerade weil wir halt hauptsächlich die alten Leute halt als Zielgruppe haben, dass die da eben emotional nicht mit klarkommen. Darum wollen wir in Zukunft eben auch Seelsorge mit anbieten, dass Leute eben so eine Vertrauensnummer haben, wo man sich mal hinwenden kann. Das wollen wir anbieten eben für einmal überkonfessionell. Russisch-Orthodox, also und dann halt das Christentum. Wir haben ja auch muslimische Kollegen an anderen Standorten, dass es dann eben auch eine Nummer gibt, wo man sich wirklich mal hinwenden kann, wenn man sagt, boah, ich komme total nicht damit klar, dass ich dem jetzt ein Abo abgedreht habe, aber ich brauche die Kohle oder der hat mich total beschimpft und persönlich beleidigt, dass man da eben noch mal drüber sprechen kann. Das Na ist uns ja, eben auch ich das meine, seelische Wohl der Mitarbeiter ganz wichtig, ne? natürlich gibt es solche Kunden, ja. Klar. Ich habe auch schon einen dabei gehabt, wo ich nicht genau wusste, ob es sich jetzt für mich richtig angefühlt hat oder nicht, weil emotional da halt auch viel zusammengekommen ist, von Ja. Krankheit bis Frau gestorben bis zig verschiedene Sachen, wo ich dann auch selber überlegt habe, ist das jetzt emotional mit mir und meinem Wesen zu vereinbaren, dass ich dem das jetzt verkauft habe? Aber es kam zum Abschluss. Sie haben dann den Abschluss getätigt.
Ja. Und ist das ein Storno geworden oder blieb es dabei? Nein, also bisher hatte ich noch kein Storno. Gut, Ein gut, gut. Storno in dem ganzen Monat. Also ich habe zwar nicht so viele Verkäufe gehabt, aber wenn ich welche hatte, dann waren die auch immer sicher und sind auch im Nachgang noch bestätigt gewesen. Sehr schön, sehr schön. Wie ist bei Ihnen denn das Arbeitsmodell? Arbeiten Sie auf Provisionsbasis oder mit Stundenlohn flat? Ich glaube mit Stundenlohn. Ach, kennen Sie unser Provisionsmodell noch? Na gut, das ist für den Anfang wahrscheinlich weniger interessant, aber ab einer gewissen Berufserfahrung und ab einer, also firmenintern, und ab einer gewissen Durchschnittsanzahl an Abschlüssen bieten wir auch ein Provisionsmodell an. Das ist dann natürlich noch lukrativer, würde ich am Anfang von abraten, weil kann man auch auf die Hose fallen damit. Okay. Okay, Ist so. das weiß ich tatsächlich nicht. Da bin ich auch tatsächlich noch nicht so bewandert. Nun gut, es ist ja auch nur so nebenbei mal erwähnt. Das wollen wir halt auch noch ein bisschen weiter zur Motivation und eben auch um zusätzliche Einnahmemöglichkeiten anzubieten. Ein bisschen, sag ich mal, forcieren, dass das eben auch ein Teil unseres Angebotes wird. Also ich glaube, ich arbeite jetzt mit ganz normalem Lohn. Ja, ganz normal ist immer weit gefächert. Sag mal, wir unterscheiden bei Einstellungen natürlich schon ein bisschen. Wer ist dies, wer ist das, was hat der, was hat die vorher gemacht? Also so einen Standard gibt es eigentlich nicht. Na gut, ich bin ja Quereinsteiger, also ich habe ja vorher noch nichts im Callcenter gemacht. Ich habe zwar schon am Telefon, ich habe auch eine Ausbildung gemacht mit Telefonzentrale, Ja. weit gefächert, aber in einem Callcenter habe ich vorher noch nicht gearbeitet. Ja, es gibt ja auch, sage ich mal, keine Callcenter-Ausbildung. Wir suchen halt gerne schon nach Menschen, die entweder aus dem sozialen Bereich kommen, weil man dann halt besser mit den alten Leuten umgehen und an das Geld rankommen kann, oder eben Leute, die aus Gastro, Einzelhandel, wo die halt wissen, wie man mit Einwänden umgeht, wie man gut verkauft und sowas. Da sind wir, denke ich, ganz gut aufgestellt. Jetzt sind wir ja auch am Überlegen, diese Operation noch in andere Länder auszuweiten, weil ich habe ja schon erwähnt, die alten Leute, die sind ja nicht ewig da, und die Jungen, die weisen uns leider oft darauf hin, dass eben im Internet steht, dass die Elite Premium Service AG schon seit 15 Jahren Leute abzockt. Das heißt, wir müssen irgendwie gucken, dass wir weiterkommen. Haben Sie firmenrelevante Fremdsprachenkenntnisse, die Sie mitbringen? Nein. Russisch, Französisch, Spanisch, irgendwie sowas? Gar nichts. Nein, leider nicht. Wären Sie denn, sage ich mal, theoretisch interessiert und bereit, nach einer gewissen Betriebszugehörigkeit und natürlich nach Ende der Probezeit, sich, sag mal, sprachlich noch weiterzubilden? Ja, warum nicht? Schaden kann's doch nie. Auf keinen Fall, sagen wir, die Welt wird immer globaler, unser Markt auch, und wenn Sie dann eben, sage ich mal, sich noch eine Sprache aneignen würden, das zahlt natürlich dann auch die Firma. Das wäre dann einmal, um das einmal, dass Sie sich schon mal Gedanken drüber machen können, auch so wegen Ortsabwesenheit und so. Wir würden, je nachdem, welche Sprache Sie sich wählen, was würde Sie denn am ehesten interessieren? Frage ich mal so, bevor ich allzu viel erzähle. Ja, was für eine Sprache könnte ich gut umsetzen? Auch mit dem Akzent her. Ich denke mal Spanisch vielleicht. Oh, Spanisch ist ja mal geil. Können Sie Englisch ein bisschen? Ja. Ja, das ist ja dann auch gar nicht ganz so schwer. Das sind viele Worte, die sind genau identisch. Und Spanisch hat halt den Vorteil, es wird in den allermeisten Fällen genauso gesprochen, wie es da steht. Das heißt, das ist dann wirklich fleißig üben, und dann kann man damit eben auch in ganz Süd- und Lateinamerika eben gut unterwegs sein. Hier Kuba, Venezuela und so weiter. Weil die eben halt alle mal spanische Kolonien waren, ne? Ja. Aber in den englischsprachigen Markt könnten wir sie mit einbauen. Haben Sie Business English dabei? Da sollte ich mich vielleicht noch ein kleines bisschen weiterbilden. Ja gut, das ist jetzt, wie gesagt, es ist noch ein bisschen weiter weg. Ich mache Ihnen nur hier ein paar Kreuze, wo man eben die aktuellen Mitarbeiter, weil wir haben ja leider das Problem, viele kommen, viele gehen, dass wir gucken, wenn die Mitarbeiter bei uns bleiben, wenn die keine Angst vor Strafverfolgung und sowas haben, wo wir die eben in Zukunft gewinnbringend einsetzen können. Dass wir da eben auch uns für die Zukunft gut aufstellen. Mensch, haben wir ja heute schon. Wie meinen Sie, dass keine Angst vor Strafverfolgung? Naja, wegen dieser Probleme, dass das halt im Internet steht mit Elite Premium Service AG, weil das ist Ich ja. habe das gar nicht gesehen.
Ich habe es selber Ach so. mal gegoogelt und ich habe das gar nicht gesehen. Weil wir haben ja das Problem, der Verbraucherschutz warnt vor uns, Dutzende Rechtsanwaltskanzleien bieten Hilfe an, um aus den Verträgen rauszukommen. Das ist halt ziemlich lästig auf Dauer. Und dann ist halt auch das Problem, wenn da einer sich mal richtig auf die Hinterbeine stellt, dass dann halt auch der Verkaufsagent irgendwann als Zeuge befragt wird. Oder wir hatten das jetzt auch, da mussten zwei Leute als Beschuldigte antreten und die haben dann halt weiche Knie gekriegt. Und das können wir uns auf lange Sicht halt nicht erlauben, sowas. Okay, ich hatte so einen Fall nur mal so am Telefon, Was meinen Sie? wo jemand angerufen hat und meinte, er hat in der Nebenleitung die Polizei, aber ich habe ja alles, ich habe ja damit auch, ich habe das ja gar nicht verkauft. Und wenn, dann ist das ja auch alles rechtskräftig. Ich informiere ja vorher darüber, über das, was bezahlt werden müsste, über die Laufzeit. Ich informiere ja über alles, Ja, was ja. ich denen verkaufe. Das ist gut, damit sichern wir uns halt weitestgehend auch ab. Wie machen Sie das denn, wenn Sie merken, dass einer überhaupt nichts mehr schnallt? Wir hatten jetzt zum Beispiel das Problem, da hat eine Kollegin hat einem der, das Gespräch wurde ja zu Sicherheitsgründen noch aufgezeichnet. Er hat halt erzählt, dass er gerade schon zwei Flaschen Wodka getrunken hat und seine Frau ist gegangen und alles. Und da hatten wir halt Probleme, weil die mit ihm einen Vertrag gemacht hat. Er war ja offensichtlich nicht geschäftsfähig zum Zeitpunkt von Telefonat. Da müssen wir halt auch Ja, sehr, aber das, sehr aufpassen. das hört man ja aber. Ja, er hat es ja auch deutlich gesagt. Man hört, dass der Mann konnte nicht gerade sprechen, hat auch gesagt, war noch nie so besoffen in seinem Leben und die Kollegin ist halt leider einfach mit dem Leitfaden weitergegangen, anstatt zu sagen, okay, tut mir leid für den Kerl, tut mir leid um den möglichen Abschluss, aber damit kommen wir halt auf keinen Fall durch, weil das, ich meine, wenn er es dann hinterher Weil gar du nicht dann mehr Pech weiß und einfach die gehabt Kohle hast. runtergeht, ist ja gut für uns, aber wenn der dann wieder klein in der Birne ist und sagt, Scheiße, was habe ich da gemacht, dann können wir Probleme kriegen, da müssen wir aufpassen. Wenn ich denke, dass jemand nicht zurechnungsfähig ist, da denke ich, habe ich eine ganz gute Menschenkenntnis und kann das ganz gut einschätzen. Auch wenn ich weiß, dass die mich nicht verstehen, dann breche ich ab. Gut, Dann gut, 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 stelle ich die gut. Opt-in, dann. Nochmal, ich wollte Sie nicht unterbrechen, pardon. Dann stelle ich die Opt-in und dann Und dann beende ich beenden. das Telefonat positiv. Gut, 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 gut. Super, dann habe ich jetzt hier die ganzen Punkte durch, die mich für heute interessiert haben. Gibt es noch etwas, das ich Ihnen beantworten kann? Nein, gerade nicht. Jetzt in diesem Moment nicht. Ansonsten denke ich, gibt es so turnusmäßig, das machen wir jetzt mit den neueren Kollegen so 14-tägig, 21-tägig, je nachdem, wie viele neue dazukommen, je nachdem, wie hoch die Arbeitslast ist, sage ich nochmal, unaufgefordert, Rückrufe, dann ist dann auch vorher nicht der Rothschild am Telefon, sondern ich direkt und dann kann man, wenn Ihnen noch Sachen kommen, die Sie nicht mit der Teamleitung besprechen möchten, gerne notieren und dann können wir da seriös drüber sprechen. Aber ich denke, ich habe eine sehr kompetente Teamleitung. Natürlich, natürlich, das möchte ich gar nicht in Abrede stellen. Aber Sie wissen jetzt, wo Menschen zusammenarbeiten, hat man immer so die Befürchtung, kann ich da offen reden? Wird da vielleicht nochmal gesprochen? Das möchte ich natürlich in keiner Form irgendwem unterstellen, aber es gibt halt diese tiefsitzende Grundangst in den Menschen drinnen, was das angeht. Und dem möchten wir mit diesem offenen, zweigleisigen Modell eben gerne ein bisschen entgegenwirken, damit Sie sich beim Vertreiben unserer Produkte an die ältesten Mitglieder der Gesellschaft ein bisschen wohler fühlen können. Ja, okay, das habe Wunderbar. ich verstanden. Das ist super. Sind Sie ja noch nicht ganz so lange dabei. Urlaub steht wahrscheinlich noch aus. Wenn Sie mögen, dürfen Sie mit lieben Gruß an die Teamleitung sich gerne einen von unseren Reisegutscheinen dafür mitnehmen. Weiß nicht, ob Sie selber mal so eine Abenteuer-Flusskreuzfahrt machen wollten. Wir sind jetzt mit ein paar Kollegen gerade den Nil raufgefahren. Okay, ich habe noch nie eine Flusskreuzfahrt oder irgendwas gemacht. Na sehen Sie, da können Sie, das ist dann auch nochmal so ein bisschen Teambuilding. Man ist mit den Kollegen unterwegs, hier so Halbpension, so ein bisschen wie ein Kaffeefahrt und weiß dann hinterher halt auch noch besser, wie man eben mit den Kunden umgehen kann. Super, klasse. Dann würde ich sagen, ich lasse Sie weiter Ihre Arbeit machen. Drücke die Daumen, dass heute Ja. noch ganz viele Abschlüsse zusammenkommen und dass Sie bitte andere Kollegen eben nicht darüber warnen, dass ich jetzt gerade rumtelefoniere, weil je mehr Leute das wissen, umso geringer ist der Effekt dieser nachfolgenden Schulungseinheiten, für die wir uns gerade sehr viel Mühe geben. Okay. Also das ist jetzt quasi, hat im Vertrauen stattgefunden, mit Ausnahme des Anfangs, dass Sie dem Gast, dem Kunden direkt diese zwei Optionen genannt haben. Ja. Haben Sie das alles wunderbar gemacht? Ich verlasse mich darauf, dass das nicht mehr passiert und dass die Quote dadurch eben auch ein bisschen steigt, ja? Okay. Super, dann hören wir uns das nächste Mal. Vielen Dank für Ihre Offenheit. Ja,
Gerne, schönen Tag noch. Ihnen auch, auf Wiederhören, viel Erfolg. Nette Leute und fette Beute, sagen wir immer hier. Bis dann, tschüss. Tschüss. Alter, ist das unglaublich. Wenn das so einfach ist, Wirtschaftsspionage zu betreiben, muss ich jetzt irgendwie mal bei Siemens anrufen und die nach den geheimen Rezepten und Formeln fragen. Vielleicht hätte Plankton das beim Krabbenburger auch so machen sollen, statt zu versuchen, da einzubrechen, zu klauen, irgendwelche Roboter zu bauen. Einfach mal fragen.